Guten Morgen, Leute, aus Köln. Ich bin gerade auf dem Weg raus aus der Stadt, oder zumindest an den Rand der Stadt, denn ich hole gerade den ersten neuen Bewerber für TeamSpeak hin ab, und zwar den Jakob. Also Jakob ist der Erste, den ich hier eingeladen habe, nach Köln zu kommen, und das hat er auch gemacht. Soweit ich weiß, hat er da draußen, wo ich ihn gerade abhole, bei Freunden geschlafen. Ist gestern Abend angekommen und treffen wir uns gleich zum allerersten Mal. Bin sehr gespannt auf jeden Fall und ich weiß noch gar nicht, was wir heute machen, weil leider regnet es, deswegen kann ich auch nicht gerade hier mit dem Cabrio fahren. Das wird für mich heute nicht nur ein Kennenlern-Tag, das ist natürlich auch erstmal gucken, wie ist der denn überhaupt so drauf, der Jakob. Aber zum anderen eben auch muss ich in möglichst kurzer Zeit, also wir haben gleich nur ein oder zwei Tage, möglichst viel mit ihm machen im Sinne von schneiden, filmen, um überhaupt einschätzen zu können, was er alles so kann. Und das werden wir dann heute probieren. Aber falls ihr gar nicht mehr wisst, wer Jakob ist, Leute, ich zeige euch nochmal sein 30 Sekunden Bewerbungsvideo. Das sah nämlich so aus. Hey, mein Name ist Jakob. Ich bin 19 Jahre alt und ein sehr ambitionierter Filmmaker und Fotograf. Als ich dieses Jahr mein Abitur geschrieben hatte, beschloss ich, ein Jahr Pause zu machen und mich voll und ganz auf meine Hobbys zu konzentrieren. Gesagt, getan. Ich beschäftigte mich mit diversen Techniken und Effekten, hielt meine Reisen in schöne Montagen fest. Ich fing an, mit Bands auf Festivals zu fahren. Ich drehte einige Musikvideos, Kurzfilme und Imagefilme, bis ich diesen einen Traum hatte. Ich suche Verstärkung für TeamSpeak und das könntest vielleicht du sein. Hat er doch ganz cool gemacht, oder? Deswegen habe ich ihn auch eingeladen und ja, jetzt mal schauen, wie er so drauf ist. Eigentlich muss das dahinter sein. Okay, er steht gerade wo auf der anderen Seite der Baustelle, wo man nicht mal als Fußgänger durchkommt. Deswegen fahre ich jetzt so einen großen Bogen einmal drumrum. Kann nicht sein, Leute. Irgendwann müssen wir uns doch finden. Und wieder darf man nicht durch. Habe ich nicht gesehen. Alter Schwede, hier sind richtig viele, richtig krasse Häuser. Da vorne ist Jakob, wir sehen. Guten Tag. Guten Morgen, ne? Servus. Alter, was für ein nice Auto. Alles gut bei dir? Ja, freilich. Sehr schön, freilich. Wo kommst du nochmal her? Aus Bayern. Hallo. Oh. Niemand zu Hause, anscheinend. Oh, das Bällebad ist weg. Das ist echt das Erste, was alle Leute machen hier im UFO. Erstmal ein paar Minuten nachschauen, ob Bällebad da ist. Revi ist immer noch nicht wieder da. Oh, aber Revi hat seinen Playbutton wieder. Was ist denn hier los? Ja, aber das ist natürlich immer noch das Zimmer von Simon. Das Ding ist, Revi ist jetzt wieder in Deutschland. Er ist auch noch nicht wieder im UFO gewesen. Ich bin sehr gespannt auf seine Reaktion. Und hier ist mein Zimmer. Ganz wichtig, immer abschließen, weil es ist Revi. Ja, da und dann. Ja, richtig. Ah, ein Spaziergang, gutes Spiel. Doch, hier. Guten Tag. Ja, was geht? Hast du den Schlüssel verloren, oder? Klar, ich bin verwirrt im Kopf. Gut, du bist der Neue? Ja, klar, ja. Ah, herzlich willkommen im UFO, ja. Ja, guck dir mal den Kumpel an. Sag mal hallo. Das ist Revi, oder? Das ist Revi. Das ist ein bisschen traurig, dass er keinen Rezensionen hat. Oh, shit! Ist ja der mega krasse Dude, Alter. Ey, alles gut, du kannst dein Zimmer vielleicht irgendwann wieder zurückhaben, so. Aber erstmal bin jetzt halt ich drin. Das sieht richtig ekel auf, was er gerade macht. Boah, richtig weird, Alter, mach mal lieber so. Ich habe auf Twitter gelesen, dass Revi heute nach Hause kommt, ne? Also, vor 16 Stunden hat er gesagt, bis zum nächsten Mal, ey. Oh, 16 Stunden, dann könnte er jeden Moment eigentlich da sein, so. Ja. Mhm. Dann gibt's Beef. Dann gibt's, oh Gott, dann gibt's Beef, oh shit. Was machst du, wenn Revi reinkommt und sagst, yo, ist eigentlich mein Zimmer? Digga, dann sag ich so, nö, ist mein Zimmer. Ganz easy. Sieht auch interessant aus. Was ist das bitte? Sieht richtig ekelhaft aus. Ach, das ist. Ach so, ist Teller. Also, das Licht kam aus, war ich dachte komplett. Jetzt hast du auch eine dringende Scheiße. Also, krass. Finde ich mega stark, die ganze Aktion eigentlich. Übrigens mit dem ganzen, wer dein Teil von Team spielen könnte. Ich habe mir voll viele Videos davon angeguckt. Ich finde auch deine Bewerbung super. Tschüss. Ciao. So, Jakob und ich waren jetzt gerade schon mal frühstücken, haben schon mal ein bisschen gequatscht und so weiter. Wie gesagt, wir müssen uns erstmal ein bisschen kennenlernen hier und so weiter. Das ist eine Art Vorstellungsgespräch eigentlich, ne? Stimmt. Hast du mal ein Vorstellungsgespräch vorher gehabt? Noch nicht so direkt, ne. Ja. Ich bin sehr harter Vorstellungsgesprächführer auf jeden Fall, Leute. Ich stelle dir die ganz krassen Fragen. Und jetzt gehen wir gerade mal ein bisschen zum praktischen Teil über. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen im letzten Vlog schneiden und dann mal schauen, wie Jakob sich so schlägt. Und dann mal schauen, was wir dann machen. Hausmeister ruft an, Leute. Der Hausmeister. Tarius, was gibt's? Mr. Felix. Ja, das bin ich. Ja, richtig. Haben Sie den Dingbums von mir, von Dings? Easy? Dings? Ein kleines Stift? Ja, ihr habt so ein kleines... Okay, Leute, der Hausmeister, Darius, hat mir das Teil hier, hat mir Darius gegeben. Und ich weiß nicht, was ist. Darius, was ist das und was soll das? Ja, was soll das? Ja, hast du geguckt, WhatsApp? Was ich da geschickt habe. Nee, warte. Ich dachte, du guckst manchmal zwischendurch. Das geht um deinen Wagen hier. Was? Was hast du mit meinem Auto gemacht? Als ob? Leider,
Als ob, tut mir leid, aber du warst nicht einsprechbar, du hast telefoniert, ich wollte nur Bescheid sagen, du kannst jetzt nicht mehr fahren. Was? Was hast du mit meinem Auto gemacht? Junge! Ah, entspann dich, ist ja ganz neu, gefällt mir, danke. Ey, pass auf, was du sagst, ich hol gleich deine Garnele, Darius. So? Nix da. Ja, ich hab deine Garnele schon in der Hand, die zappelt hier. Ja, ich zapple auch gleich, warte ab. Warte Sekunde, Schatz, pass auf, dies ist ein kleines Stift. Entsperre nennt sich das. Ich habe so eine Sperre an deinem Bremsscheiben. Was? Du hast eine Sperre an meine Bremsscheiben gemacht? Ja, richtig. Und du, um zu entsperren, musst du erstmal auf beide Knie von deinem Auto und dann musst du gucken, wo du das reinsteckst. Leider ist diese Sperre durchsichtbar, das heißt transparent. Kann sein, dass du so Brille brauchst, so eine dunkle Brille, dann leuchtet das ein bisschen, aber das ist sehr, sehr schwierig. Darius, ich werde das jetzt prüfen. Du hast da locker nichts dran gemacht. Doch. Du darfst nicht fahren, wenn du fährst. Ja? Dein Rad. Ich brich ab alles, ne? Ja. Darius, ich prüfe das jetzt mal, ja? Bis dann. Ciao, ciao. Leute, vorhin kam Darius hier rein und hat mir diesen Stift hier gegeben, als ich gerade telefoniert habe. Meinte nur, dieses Teil brauche ich angeblich, um ein Auto wieder aufzusperren. Was soll denn gemacht? Wir müssen direkt runter zu meinem Auto, ey. Das kann doch nicht sein. Wow. Ich hab den komplett gerade neu. Glaubst du, hat da irgendwas gemacht? Keine Ahnung. Was denn? Aber es ist ja unsichtbar, ne? Ja, stimmt. Wie gesagt, das ist transparent. Das hier soll ja sozusagen eine Art Schlüssel sein. An dem Vorderrad war er drin, ne? Ich mach mal Licht hier. Ist doch nichts. Guck mal, hier ist komplett schön alles hier. Ich sehe da gar nichts. Das wird nicht so. Ja, aber es ist ja unsichtbar, wir können es nicht sehen. Ja. Darius, Alter, was ist das hier? Aber warte mal, hier. Das war Darius. Ich soll direkt mal prüfen, ob es noch läuft überhaupt alles. Ich komme auf so Ideen wie Darius, ich verstehe das nicht. Ich verstehe unseren Hausmeister nicht. So, jetzt haben wir Schlüssel. Jetzt können wir essen gehen. Wir haben es nur fast verpasst, die Burger noch zu filmen, Leute. Wir sind gerade jetzt hier noch am Start. Wir haben gerade schön gegessen, noch ein bisschen gequatscht. Und draußen mittlerweile einfach schon komplett dunkel geworden, Leute. Der Winter kommt. Leute, heute ist ja eigentlich sozusagen für mich so ein bisschen der, oder für uns beide, der Kennenlerntag. Weißt du, ich schlage jetzt mal ganz spontan vor. Jeder darf abwechselnd eine Frage stellen und dann lernen wir uns besser kennen und die Zuschauer können uns damit gleichzeitig auch noch kennenlernen. Weil ihr sollt ja sozusagen auch Jakob kennenlernen als ersten Bewerber für Team Spielkind, der jetzt sozusagen auch hier in Köln ist. Es wird noch weitere Bewerber geben. Ich habe ja schon mit welchen gesprochen, die auch noch hier sozusagen nach Köln kommen werden vielleicht. Und ihr habt das schon im Vorstellungsvideo gesehen, da habe ich ja schon mal 5 vorgestellt. Auch keine Sorge, viele haben sich noch danach beworben. Aber ich werde auf jeden Fall noch ein Video machen, wo ich nochmal die Besten, die sich jetzt danach beworben haben, sozusagen ich die rauspicke und euch nochmal welche vorstellen. Aber Jakob, du hast es geschafft. Du bist der Erste, der sozusagen jetzt hier in Köln am Start ist und sich in echt beweisen kann. Und er gerade eben schon mal ein bisschen geschnitten. Wir haben jetzt den ganzen Tag gequatscht und so weiter. Wir quatschen gerade auch weiter. Und ich fange jetzt an mit der ersten Frage an dich. Was war deine Motivation, dich bei Team Spielkind zu bewerben? Also meine Motivation war eigentlich, dass ich dieses Jahr E-Praktikas machen wollte und viel in dem Bereich arbeiten wollte, damit ich halt ein bisschen Geld verdienen, reisen kann und sowas. Und dann kam auf einmal das Video von Felix und er hat gesagt, er sucht jemanden. Und dann dachte ich mir, ja, dann werde ich mich wohl bewerben. Dachtest du, dass du große Chancen hast? Oder dachtest du, es ist so, dachtest du, es wird eh nichts? Oder dachtest du, ja, ich kann mal probieren? Also ich dachte mir eigentlich, dass ich kaum Chancen habe, weil ich meine, bei 3,1 Millionen Abonnenten. Und jetzt sitze ich auf einmal hier und es ist unfassbar, aber es ist wahr, es ist krass. Und es freut mich sehr, dass ich eingeladen wurde. Ja, freue mich auch sehr, dass du jetzt hier bist. Und jetzt bist du dran. Du hast eine Frage an mich, die du stellen kannst. Meine Frage wäre an dich, wie du das so mit dem UFO findest. Ob du da eigentlich recht zufrieden bist oder ob du denkst so, ah, das ist eigentlich scheiße mit den ganzen Leuten und Reven Zeit ist sowieso voll behindert.
Letzteres Jahr ist schon, sag ich mal, da kann man drüber nachdenken. Aber ich bin insgesamt mega zufrieden, dass ich jetzt sozusagen nicht mehr zu Hause bin und nur zu Hause meine Videos mache. Ich war ja früher im YouTube-Haus und da hatten wir auch, waren wir alle ziemlich auf einen Haufen, nicht so wie jetzt im Büro im UFO, aber schon das im selben Haus unsere Wohnung hatten. Und das ist einfach voll cool, dass man sich so austauschen kann. Weißt du, hast ja gemerkt, irgendwann kann Izzy, irgendwann kann Freddy direkt erstmal ein bisschen Freunde. Unterhalten. So, es ist halt einfach cool, wenn man sich mit allen sozusagen einfach so austauschen kann. So, jetzt bin ich wieder dran. Meine Frage an dich ist, bist du nervös, vor den Zuschauern da draußen gerade hier sozusagen vor der Kamera zu sein? Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Also jetzt hier vor der Kamera zu sitzen, ist zwar jetzt nichts Neues für mich groß, aber wenn ich weiß, dass hinter dieser Kamera so viele Menschen stecken, die das jetzt alle anschauen werden. Die hoffentlich nicht zu Jakob sind. Ich bitte darum. Ich meine, ihr habt ja schon super positives Feedback unter meinem Video hinterlassen. Das ist da nochmal großes Dankeschön raus. Ich bin auf jeden Fall schon nervös, das kann man schon sagen. Aber ich denke, ich werde mich dran gewöhnen und dann wird es auch zur Normalität werden. Ja. Sehr gut. Warum hast du beschlossen, auf Final Cut umzusteigen? Und nicht bei Premiere zu bleiben, wenn du gesagt hast, dass du schon früher mit Premiere eigentlich viel geschnitten hast und dann diesen Schritt gewagt hast, auf Final Cut umzusteigen? Bei Premiere immer abgestürzt ist und das hat mich so genervt und ich habe dann immer mal wieder von Leuten gehört, oh, Final Cut soll cool sein und soll performen und soll, wenn es abstürzt, alles speichern und nichts passiert. Also Final Cut stürzt auch ab, aber es speichert immer alles und Premiere verliert immer alles, wenn man nicht gespeichert hat. Und das ist, ah, oh, selbst wenn man nur 5 Minuten Arbeit verliert, ah, oh, das ist so schlimm. Die Filme unter euch kennen es wahrscheinlich, ne? Wenn dann die ganze Arbeit umsonst da. Deswegen würde ich sagen auf jeden Fall, dass das war der Hauptgrund. Ey, Abschluss von Premiere ist der Tod. Deswegen Final Cut, das war die Hauptmotivation, umzusteigen. Ich will ganz einfach machen. Ah, jetzt bin ich wieder dran, ne? Bist du wieder dran? Eine Frage von mir. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Herr Philipp. Philipp ist eigentlich schon alter. Ja, Herr Philipp, das ist auch mein Nachname, ne? Wer ist überhaupt ein Nachname? Ja, Herr Philipp. Nein. Doch, tatsächlich. Ernsthaft? Ja. Hä? Wie lustig ist das denn? Okay, also Herr Philipp. Herr Philipp. Das ist ja auch lustig, ist jetzt hier Philipp, ne, und dann Herr Philipp. So, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? In 5 Jahren sehe ich mich als großer Filmemacher deutschlandweit bekannt. Die ersten Hollywood-Produktionen sind am Start. Und ja, irgendwann stelle ich Felix für mich an. Sehr gut, das ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, Selbstbewusstsein hängt ganz oben hier bei Herrn Philipp. Hast du auch so eine realistische Vision für die nächsten 4 Jahre vielleicht? Für die nächsten 4 Jahre, okay. Ja. Da werde ich wahrscheinlich, nachdem ich bei Felix gearbeitet habe, einen guten Basisstock haben und eventuell werde ich auch auf YouTube umsteigen, wenn mir das Bock macht und wenn das einigermaßen werden könnte, sollte vielleicht, man weiß es nicht, keine Ahnung, 4 Jahre ist eine lange Zeit, aber ich werde auf jeden Fall noch studieren. Und da mal schauen, was daraus wird. Also du bist jetzt 19 und eigentlich ist das für dich jetzt sozusagen eine coole Chance, sag ich mal, für ein paar Jahre richtig Erfahrung zu sammeln in der Filmbranche, ja, in der YouTube-Welt. Ja, und, ja, auf jeden Fall. Und möglichst viele geile Sachen zu machen, coole Erfahrungen zu sammeln. Und dann denkst du dir so in 2-3 Jahren oder was auch immer, dann gehst du studieren oder dann machst, baust du dir was Eigenes auf oder sowas. Das ist ja so ein bisschen der Plan. Ja, ja. Habe ich das gut zusammengefasst? So könnte man es sagen, ja. Weil das ist auch so für mich eigentlich das, was ich mir denke, was so ein, der, die Blaupause sozusagen für so eine Arbeitsstelle bei Team Spielkind, weil wahrscheinlich wird niemand sein ganzes Leben bei Team Spielkind arbeiten. Also eigentlich ist das so ein Ding, was das macht man für ein paar Jahre, gibt da alles für und macht richtig geiles Zeug und dann nutzt man diese Erfahrungen, die Kontakte, die man gesammelt hat, die Referenzen, die man sich aufgebaut hat mit geilen Videos, um dann irgendwann was anderes, vielleicht was Eigenes zu machen oder sich in irgendeiner anderen Form noch weiterzubilden. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt auch. Ob man jetzt YouTube weitermacht oder in die Filmbranche überwechselt oder solche Sachen, das wird auf jeden Fall viel Erfahrung abwerfen. Und wenn man dann jeden Tag ein Video raus hat, wie er es jetzt macht, Daily Blogging, das ist dann schon ein krasses Ding. Und da auch diese Motivation beizubehalten, das wirklich jeden Tag rauszuhauen, auch mit eurer Unterstützung natürlich. Und das ist schon echt eine Erfahrung, die man, ich glaube, so schnell nicht wieder irgendwo finden würde. Nächste Frage, und zwar, wie gefällt dir Köln? Wie gefällt mir Köln? Ich finde Köln richtig cool. Also ist das eine hässliche Stadt, ohne Frage. Also wirklich, es gibt ein paar schöne Ecken so und man kann so die Schönheit der Stadt, sag ich mal, für sich so. Also hier, wo wir gerade sitzen, im Mediapark, ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ich mag, dass das Wetter hier immer ziemlich gut ist im Vergleich zu vielen anderen Orten in Deutschland so. Also wir haben hier extrem viel Sonne und warme Temperaturen und so weiter. Das ist top an Köln, aber ich glaube, der Hauptpunkt für mich, den ich an Köln einfach geil finde, dass hier so viele meiner Freunde sind. Und einfach, also ich bin nach Köln gezogen und kannte niemanden und jetzt kenne ich so viele coole Leute hier. Und das ist, glaube ich, für mich so der Hauptpunkt, warum ich Köln
gerne mal. Ja, gerne. Stop. Nächste Frage von mir an dich. Was haben deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, ich bewerbe mich bei Team Spielkind und ich fahre jetzt einmal nach Köln. Wir gucken mal, ob das irgendwie klappt. Bei diesem YouTuber da. Was haben deine Eltern gesagt? Also meine Eltern wurden schon des Öfteren mit YouTube konfrontiert. Und als ich dann beschlossen habe, eine Bewerbung hinzuschicken, ich meine, ich bin 19 Jahre alt, ich spreche nicht mehr alles von meinen Eltern ab und habe das einfach ins Internet gestellt und ihm geschickt. Und dann habe ich es halt im Nachhinein, als ich das dann so viel Feedback bekommen hatte und so dann die Klickzahlen erreicht hat, die es jetzt so erreicht hat, habe ich halt mit meinen Eltern darüber geredet und so. Und die fanden das eigentlich schon echt interessant, auch wenn sie damit erstmal nicht viel anfangen konnten. Aber ich habe sie halt ein bisschen rangeführt und die fanden das ganz cool. Klar, meine Eltern stehen voll und ganz hinter mir, danke dafür. Weil du hast dieses Jahr Abitur gemacht im Sommer. So, und dann sagen deine Eltern dann, ja, so, Junge, du musst jetzt hier mal, musst doch was machen, musst mal hier studieren oder gehen oder eine Ausbildung machen oder so. Nee, oder sind deine Eltern so, nee, mach erst mal, worauf du Bock hast? Meine Eltern sind Gott sei Dank nicht diejenigen, die mich groß drillen und ja, irgendwie da auf Leistung gehen oder sowas, waren sie auch nie in der Schule. Und dafür bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar. Und sie haben halt gesagt, ich soll auf jeden Fall dieses Jahr jetzt nutzen, um irgendwas für mich zu machen, worauf ich wirklich sau Bock habe. Sei das heißt, es Reisen, Videos machen, wo sie wissen ja auch, was ich liebe. Später im Arbeitsleben wird es nicht mehr der Fall sein, dass man sich mal so lange Pause nehmen kann. Daher soll ich es einfach nach der Schule machen. Würde ich auch jedem raten, der nach der Uni irgendwie fertig wird. Vor allem jetzt, wo alle mit 17 teilweise fertig werden oder viele mit 17 fertig werden. Mit der Schule. Und dann auch wahrscheinlich nicht wissen oder oft nicht wissen, was man machen soll. Ja. Und dann einfach mal überall reinschnuppern. Man kann ja nichts verlieren, man kann nichts verkehrt machen. Nochmal zurück zu meinen Eltern, bin ich ihnen sehr dankbar dafür, dass sie so ticken und nicht so auf Leistung aussehen. Ja, ist auf jeden Fall sehr cool von deinen Eltern, würde ich sagen. Und ich würde es auch sagen, also für jeden, der die Möglichkeit hat, das ist ja ein großes Privileg, dass man, sag ich mal, nach der Schule Zeit und Geld hat, so sich selbst auszuprobieren kann. Dann ist es natürlich super cool, wenn man sich ein bisschen ausprobieren kann und so vielleicht die Richtung finden kann, die einem später irgendwie das ganze Leben dann eine schöne Zeit beschert, Leute. Eine Frage hätte ich noch, und zwar das mit den Eltern und der Unterstützung. Die Frage würde ich gern zurückgeben an den Felix. Wie denn deine Eltern so drauf sind, waren damals, wie du gesagt hast, ich werde jetzt voll und ganz meine Zeit für YouTube aufbringen. Also meine Eltern sind so ein bisschen ähnlich wie deine gewesen, so von, dass sie mich nie, sag ich mal, so gedrillt haben und gesagt haben, yo, du musst jetzt das machen oder du musst jetzt das machen und du musst unbedingt das studieren und unbedingt und mach, sondern dann immer so sehr was mach das, wo du denkst, das ist richtig für dich. Und haben mich auch, als ich dann YouTube habe ich auch angefangen, um jetzt meine Eltern zu fragen oder so. War einfach ein Hobby von mir und habe da einfach angefangen. Aber klar, als irgendwann so groß wurde, habe ich dann irgendwann mal angesprochen, jo, ich mache da übrigens was und es gucken ein paar tausend Leute und so. Ja, was? Okay. Und dann muss man erstmal erklären, so, wenn man da irgendwie so Minecraft-Let's Plays macht. Mittlerweile ist es ja auch wirklich extrem groß, Minecraft-Let's Play. Als ich angefangen habe, die Videos zu machen, war das wirklich was ziemlich Neues. Da war es echt ein bisschen merkwürdig eigentlich, was ich da gemacht habe. Aber ich habe mir gesagt, ja, wenn du Spaß hast, du mach das so. Und als es dann irgendwann so groß wurde, dass ich davon leben konnte. Da war ich gerade mit dem Abi fertig und wollte dann nach Köln ziehen, um da mein Studium anzufangen. Und dann meine Eltern mich halt auch immer unterstützt. Und ich habe halt auch immer gesagt, ich weiß nicht, ob ich meine Wohnung davon bezahlen kann. Das ist immer so schwanken mit dem YouTube-Geld und man weiß nicht und so. Es war halt immer mein großes Ziel, im Studium sozusagen mein Studium finanzieren zu können durch YouTube. Ich musste auch Studiengebühren zahlen, jeden Monat 400 Euro und dann auch meine Wohnung bezahlen. Und das konnte ich Gott sei Dank durch YouTube finanzieren schon von Anfang an. Aber es war relativ knapp, sage ich mal. Und nicht klar, ob das so bleibt. Und dann hatte ich selbst so Bedenken gehabt sozusagen, ob ich das kann, und dann haben meine Eltern haben mich dann gesagt, oh, du schaffst es schon. Aber als ich dann eben im zweiten Semester gesagt habe, YouTube kostet so viel Zeit und Uni auch und ich muss mich irgendwie entscheiden und studieren kann ich immer noch später und YouTube ist jetzt irgendwie und ich will das unbedingt machen, da waren meine Eltern schon ein bisschen, ja, ich finde es schon besser, wenn du noch weiter studierst, aber wenn du wirklich sicher bist, dann lass das machen. Überlegst du noch mal ein paar Monate und wenn du dann immer noch wirklich sicher bist, dass du das so machen willst und dass du YouTube, dich auf YouTube konzentrieren willst und das Studium abbrechen willst, dann ist es in Ordnung. Und ich habe dann ein Urlaubssemester eingelegt und irgendwann noch ein Urlaubssemester eingelegt und monatelang ganz sicher überlegt, Mama und Papa, ja, und dann habe ich mich am Ende zu durchgerungen, ich unterbreche das Studium und zieh YouTube durch und ich konnte damals schon sehr gut davon leben und es ist immer noch weiter gestiegen alles und das war eine für mich deswegen keine allzu schwere Entscheidung, weil ich ja auch immer noch jederzeit weiter studieren könnte und ich kann als Kameramann arbeiten, ich kann alles mögliche machen, aber YouTube ist jetzt und die Erfahrungen, die ich jetzt sammeln durfte in den letzten Jahren und immer noch sammeln darf, das sind wie Rennen zum Beispiel, diese ganzen, das ist eine Rennsaison fahren durfte, ist einfach unglaublich und deswegen bin ich extrem froh, die Entscheidung getroffen zu haben und bin natürlich extrem privilegiert und glücklich darüber, in dieser Situation zu sein und all das machen zu können,
was ich jetzt so mit meinem Leben als YouTuber so machen kann. Leute, das war unsere kleine Frage-Antwort-Spielrunde hier. Unser erstes gemeinsames Video hier von Jakob und mir. Jakob ist, wie gesagt, hier 2 Tage zu Besuch im Moment in Köln als erster der Team Spielkind-Bewerber, um sich hier mal sozusagen vor Ort hier zu präsentieren. Das heißt, seid bitte nett zu ihm. Und sein erstes Mal ist jetzt hier so vor der Kamera vor so vielen Leuten da draußen ist. Und ich finde, du hast dich sehr gut geschlagen hier auf jeden Fall heute bisher. Sorry, dass wir keine, sag ich mal, super krassen Aufnahmen heute gemacht haben, weil wir haben halt wirklich einfach vor allem die Zeit genutzt, um uns selbst hier ein bisschen kennenzulernen, ein bisschen am Schnitt zu gucken, wie wir irgendwie zusammenarbeiten und hab mir angeguckt, wie er so arbeitet und was er so macht und meinen Senf dazugegeben und so weiter. Und deswegen war es noch nicht so ganz die Möglichkeit, irgendwie so krasse Aufnahmen heute zu machen. Ich sag das extra so, dass jetzt hier nicht Leute schreiben, oh, aber die Aufnahmen heute fand ich aber nicht so gut. Jakob, was ist da los? Leute, ja, das ist ein bisschen unfair, weil wir heute einfach nicht so die Chance hatten, krasse Aufnahmen zu machen, aber wir haben zumindest ein bisschen rumgespielt, gerade eben vorhin. Sind, glaube ich, auch noch ein paar ganz gute Sachen dabei gewesen. Aber ja, das war es auf jeden Fall für heute und wir sehen uns dann morgen um 18 Uhr wieder zum nächsten Vlog. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis morgen. Ciao. Was geht ab? Was hast du mit meinem Auto gemacht? Kenn ich den? Nee. Das ist schon wieder. Ja, das ist Herr Philipp. Ach, du bist das. Danke. Grüß dich. Jetzt berühr! Nein, ich hab Schieß! Nein, du hast nicht, jetzt geh wieder hin! Aber warum liegt der? Ah! Oh.